Montag von Venedig nach Dubai durch den Suezkanal dabei noch. Vorbei ist, dann verschwinden diese Seebären wieder und sind dann den Rest des Jahres draußen auf See. Bei den Weibchen ist es etwas anders. Das heutige Montagsvideo wird sehr, sehr kurz, weil die WLAN-Verbindung sehr, sehr langsam ist. Aber dafür mit der besten Kulisse, die man sich... Bei dem guten Morgen von der Kabine nebenan. Dafür wollte ich sagen, mit der, Vadim, hast du schon gesehen, besten Kulisse, die man sich vorstellen kann, der Süßkanal. Wie unglaublich schön. Ja, aber ich nenne das Süßkanal, weil es sieht einfach süß aus. Schaut euch das an. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Enjoy your week. Don't be lazy. I love you. Muah. Auf meinen Bart. In dieser Verbindung von Mittelmeer zu Rotem Meer in Ägypten. Das ist so ein Kanal, da sind wir rein und da kommen wir raus. Und dann geht es weiter bis wohin? Hier, Dubai. Was ist hier los? Was ist hier los? Ist Rihanna hier? Ich brauche dich auf den Arm. Hier kriegt man Zertifikat zu taufen. Taufe? Taufe von Neptun. Hier wird man getauft. Was heißt das? Was heißt das? Man muss
was man essen, dann nimmt man so Wasser auf dem Kopf. Zusammen der Silberling. Wow, ne? Hä? Nicht traurig, wie schön die Welt. Hast du das verstanden? Nein. Und ich traue mich auf den Namen Barbara der Pumpelwahl. Ich verstehe das Konzept vom Taufen nicht. Einfach so. Kriegt eine Urkunde hinterher und alles gut. Faszinierend. Oh, Adolf die Auster. Stell dir vor, was wir für Namen kriegen. Vadim der Wahl. Katrin. Sternfisch. Der Sternfisch. Ja. Da ist eine freie Liege. Du musst sie reservieren. Ich will nicht. Hier wird reservieren sehr groß geschrieben bei dir. Ich mag nicht. Groß. Mit großem R. Wir suchen jetzt die Vorderseite vom Schiff, weil wir sind jetzt schon 6 Tage auf diesem Schiff und waren noch nie ganz vorne. So dieser Kate Winslet, Leonardo DiCaprio Moment ganz vorne. Da waren wir noch nicht. Katrin? Ja? Du bist die einzige Frau in High Heels hier. I'm a High Heel Girl. Aber ab und zu ist die Schlagernacht, da musst du rauskommen. Bis heute? Ich glaube es immer. Atemlos durch die Nacht. Spür, was Isabella mit uns macht. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Liegenreserviererinnen erwischt. Kurz nach 6:30. Deswegen kriegen wir hier also nie eine Liege. Alles klar. Wir trainieren heute um eine sehr frühe Zeit. Das ist ungefähr 6:30 Uhr, 6:45 Uhr jetzt. Und der Grund ist, weil es immer voll ist. Die fangen an mit den Kursen schon um 8.15 Uhr und wir müssen schaffen durchzutanzen, sonst wird die ganze Fläche da voll. Schon jetzt es sind einige im Gym, also das überrascht mich wirklich. Die Leute sind super früh aufstehen auf diesem Schiff. Also, let's do this! Was habe ich? In eine crazy Liebe, um zu trainieren um 6 Uhr in der Früh. Das ist nicht normal. Aber du hast Glück, denn ich bin hier, um dich zu motivieren. Das ist nicht normal. Ich mag deine übertriebene Motivation nicht, du weißt. Du magst nicht übertriebene Motivation und? Was magst du noch nicht? Spontane Freude. Die Tanzworkshops gehen weiter.
Heute steht Jive für Fortgeschrittene am Programm. Und ich habe bei dem verloren. Ich verliere bei dem ständig auf diesem Schiff. Und wir haben noch nicht besprochen, was wir alles machen. Wir müssen noch überlegen, was wir machen. Ich habe dich gesucht. Du musst, ja, danke schön. Du musst deine Zähne machen, frei von deinem Lippenstift. Danke. Vadim, das musst du mir immer wieder sagen, weil ich glaube, die werden immer wieder voll vom Lippenstift. Aber ich mag den Lippenstift. Smashbox, I love you. Jive! Kurze Pause. Ich trinke meinen Cappuccino. Natürlich mit fremden Namen, wie immer. Und wo ist dein? Du. Was machst du mit deinen Jogging-Pants? Füßchen da? Ich habe Nägel lackiert. Wie viel Zeit haben wir noch? Tanzbar kommt auf die Bühne. Wann? 22:45 Uhr. Okay, das ist in 45 Minuten. Alright, ich beeile mich und wir treffen uns wo? Dort. Im Gange, Bergfest läuft und ich denke mir gerade, es wäre an der Zeit, dass Vadim und ich eine Schlagershow auf die Beine stellen. Hier würde es definitiv passen. Fühlst du das auch? In meinem Kopf ist deine Achterbahn. Kreuzfahrtschiff unterwegs. Sie sind vierfache Weltmeister im Showtanz. Let's Dance Gewinner in Deutschland und in Österreich. Heute Morgen 6.30 Uhr die erste Trainingseinheit. Abends bis in die späte Nacht trainiert. Nur damit sie Ihnen auf dieser Reise natürlich auch noch den einen oder anderen Spot präsentieren können. Meine Damen und Herren, machen Sie mal richtig Lärm für Katrin Metzinger und Vadim Gravuso! I just
Cheers! Because I'm international. Darf ich vorstellen, der Entertainment Manager, der Aida Bella, die Cassandra, die Fitnesstrainerin und Vadim, der beste Tanzpartner der Welt.